Lass mal kurz gucken. Erste Aktion einer, dritte Aktion, zweite, dritte, Du wirst vierte ihn Aktion zweimal kommt der nach und nächste dann auf Schuss. der vierten Aktion kommt der nächste. Der siebte kommt dann. Genau. Vier Schüsse habe ich. Kann er Krieg zwischen vier drei Schüsse raus. raushauen, ja? Vier Krieg Schüsse, vier Schüsse raus. hört sich richtig an. So, alle mit natürlich Erschwernissen. Und zwar, die Zielgröße ist natürlich wieder Mittel plus Die bleiben zwei. immer gleich, ja. Entfernung Mittel ist nochmal plus vier, macht 6 Punkte Erschwernis. Bewegung des Ziels ist unbeweglich, minus 4 sind über 2 Punkte Erschwernis. Regen, Sichtverhältnisse Wind. plus 2 sind wieder über 4 Punkte Erschwernis. Vorteil Entfernung sind wieder über 2 Punkte Erschwernis nur noch. Schnellschuss ist nicht erschwert für Meisterschützen. Der Seitenwind ist mir auch egal. Und damit sind wir bei 2 Punkten Erschwernis auf alle meine Schüsse. Ja, vier Stück. Ja. Bonjour. Erster Schuss, 5 Punkte. Zweiter Schuss, 5 Punkte. Dritter Schuss, ein Spaltschuss. Ja, das sind Eine 1. 15. Warte mal, da sind einmal 5 Punkte für die Mitte und dann nochmal Nochmal Qualität. 10 dabei. Nochmal 10 für die Qualität. Krass. Und der letzte ist nochmal ein Spaltschuss. Ich kann auch nach Hause gehen. Nochmal 5 von Qualität. Qualität 3 Punkte nochmal dazu. 3. Krass. Gut. Jalan. Ja, bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Im Gegensatz zu immer kriege ich mit meinem langen Bogen nur 3 Schüsse weg. Den ersten in der ersten Aktion, den zweiten in der fünften und den letzten in der neunten. Das sind ebenfalls Schnellschüsse. Ich kann also nicht zielen oder sonst irgendwas. Aber ich kriege ebenfalls wie immer keine Erschwernisse, weil ich Meisterschütze bin. Dann haben wir also 4 Punkte Erschwernis aus der Entfernung. Wir kriegen 2 Punkte Erschwernis aus der Größe des Ziels, 2 aus den Wetterverhältnissen, 4 Punkte Erleichterung von einem fest montierten Ziel. Sind die fest montiert? Fest montiert. Gut, dann sind wir bei einer 4 Punkte Erschwernis. Und dann ballern wir einfach dreimal. Einmal. Oh, Junge. Ich meine, er ist immer noch getroffen, aber zweimal, der ist gespalten. Und dreimal, der ist sogar so gut gespalten, dass ich ein paar Punkte kriege. So, warte mal, 3 Acht. und Moment, dann haben wir einmal einen Spaltschuss. Der erste Spaltschuss gibt aber keine Zusatzpunkte, da keine Qualität über 15. Ja, aber ich Das ist glaube, also unser das ist wahr. Angriffswitz, würde ich sagen. Das ist wahr, aber es Eine ist 1 oder was? trotzdem. Plus minus 0 ist eine 1. Ich sag mal, ja, das ist gut. Und dann haben wir eine 23. Das ist auch wieder ein Spalter. Also nochmal 5 plus Qualität. 8, ne? Das war's. 1, 2, 3. Ich kann mich natürlich nicht mit dem kleinen Dolomiten messen, aber das konnte ich ja noch nie, was das Schießen angeht. Gut, dann belegt bei den Schusswaffen Ömer Platz 1, Talorion Tansang Platz 2. Der Schwarze Ritter spielt nicht mehr mit. Albrax, Sohn des Agam, Platz 3. Franka Salva Galahan, Platz 4. Und danach kommt Yarlan und eins unter Yarlan Orsino von Falkenhag. Wurfwaffen ist, glaube ich, für euch nicht relevant. Ich glaube, immer macht er mit, oder? Bei den Wurfwaffen? Nee, sorry, hab mich vertan. Hier würde Ludovic Salvanga gewinnen, habe ich euch nicht vorgestellt. Abel Mir Castalvan, das war der Andagaster Ritter, auch der ist einmal kurz aufgetaucht. Griff Purger von Auralet macht da mit. Ach, der Elric stellt jetzt mal die Dolchand, Rätsel jetzt. kennt ihr noch nicht, und Talorion Tansang macht da den fünften Platz. Oh, wenn wir fertig sind, renne ich erstmal zu Imra, also zum kurzen Hin und heb ihn hoch. Also noch alle gut sehen können. Lass das, Jalan, ihr habt gut geschossen. Euer Spaltschuss der Ja, ihr nächste, der wart war ja richtig gut. besser. Ich lasse ihn dann auch wieder runter. Also mit dem kurzen Ding kann man natürlich schneller ziehen. Ja, das stimmt. Die Zugweite ist auch deutlich kürzer. Du warst aber auch schon in der ersten Runde vor mir, also was soll's. Das ist nur, ach, nicht so wichtig. Dann sollen wir mal irgendwas zu trinken und erzählen den anderen erstmal, was du geleistet hast. Gewinnst du eigentlich hier irgendwas, oder? Weiß ich nicht. Ich habe ja einfach mitgemacht, weil ich dachte, ihr macht mal mit für die Tarnung. Immer zu Na den Schultern, ist mir egal, ob ich was gewinne. dann. Na dann, Prost! Und dann geht's wieder zu den anderen, falls sie noch nicht hier waren. Die haben gerade erfahren, dass
dass Kiaras streiten darf gegen Franka Salva Galahan, eine Gräfin, und die hat auch eben gerade bei den Schusswaffen mitgemacht und da relativ gut abgeschnitten. Gegen die darf er kämpfen. Und Iserun wurde dem Weißen Ritter zugelost. Ah, Iserun. Zum Glück erwische ich euch noch. Ja. Weswegen? Ich habe gesehen, ihr dürft gegen den Weißen Ritter kämpfen. Ja, aus irgendeinem Grund. Ja. Ich freue mich. Haltet euch da nicht zurück. Gebt alles. Muss ich ja notgedrungen, wenn ich durch die Platte durchkommen will. Das sowieso, aber nicht, dass hier so eine. Wenn meine Stimme so einen Auftritt wie von Polygon stattfindet. Ja, ihr habt es bereits geschafft, unsere Platte platt zu machen. Er schafft es nochmal. Ein schöner Wortwitz, ja. Nun denn, ja, ihr dürft nicht, gegen die Gräfin. Ich fürchte, ich habe kein Zweihänder. Verzeiht, ihr wolltet etwas sagen? Oh, nur über die Gegnerin von Kiaras, die Gräfin. Sie ist mir tatsächlich nicht bekannt. Wirklich? Habt ihr jetzt bei dem Schusswaffenwettbewerb nicht zugesehen? Ich habe zugesehen. Sie ist eine gute Schützin. Das ja, aber sonst weiß ich nicht viel über sie. Und ich bin mir sicher, das wird sich ändern. Mir sicher, wenn ihr dieselbe Behandlung gebt wie mir, werden die da schon durchkommen. Oh, nun, ich werde Rondra gefährlich streiten, was natürlich bedeutet, keine Gnade. Die Predigt gebe ich euch hinterher, ja. Nun, darauf freue ich mich auch schon. Ja. Ich gehe dann mal und schaue, wie die Wettquoten so sind. Ja, die Wettquoten werden wohl zu 60% auf dem Weißen Ritter liegen. Der kann aktuell nicht wirklich eingeschätzt werden und Iserun auch nicht, weil Thorn Eisinger einfach gegangen ist. Und bei Gräfin Galahan liegen die Wettquoten auch zu 60% auf ihr. Gut, ich setze. Das ist ja eine Beleidigung. Ich setze den Gordon auf Kiaras und hin auf Iserun. Gut. Dafür hört er dann Geld, ne? Dann komme ich am Ende aus. Ja, mittlerweile haben wir die Anzahlung ans Dings leisten müssen. Das heißt, die Wechsel sind aufgelöst. Noch irgendjemand wetten? Nö. Hat letztes Mal auch nicht gut funktioniert. Kann ich nur, ich habe Geld auf euch gesetzt. Enttäuscht mich jetzt nicht. So, dann. Ich werde mir Wechsel geben. Der Weiße Ritter hat eine Initiative von sagenhaften 13. Ist ja noch schlechter als ich. Den musst du jetzt dauernd gegenhalten, dieser Hohn. Ja, brauche ich nur erstmal. Ja, ach. Lass dir mal Fechtstunden geben. So, und jetzt muss ich gerade mal ins Forum schauen. Suchst du den Waffenmeister oder was? Ich schaue mir jetzt die Initiative von Franka an. So, dann Kiaras, Iserun, Initiative. Gut, wir beginnen von links nach rechts. Iserun gegen den Weißen Ritter. Weißer Ritter als erstes dran. Möchtest du vorziehen? Nö, Weißer Ritter darf zuerst. Weißer Ritter, Wuchtschlag 5. Ja, damit wir wissen, was abgeht, welche Waffen haben die? Schwert. Schwert und... Ja, einfach nur ein Schwert. Alle beide? Moment. Ja, ich glaube, das sollte ich als für wichtig erachten. Moment. Also, der Weiße Ritter kämpft mit dem Schwert. Und Franka Galahan kämpft mit zwei Kriegsfächern. Okay. Kriegsfächern? Interessant. Korrekt. Verdammt, das kann ich jetzt nicht gucken. Sie sammelt. Ich wink schon mal meinen Geldschiss. Sie sammelt exotische Waffen. Sie sammelt exotische Menschen. Und damit meine ich nicht Sklaven, sondern Bekanntschaften. Das ist genau deine Kragenweite, Karino.
Gut, wie gesagt, wir fangen an beim Weißen Ritter. Wuchtschlag 5 auf die 10. Ei. Nicht bestätigt, das ist eine halbe Parade von dir. Denk dran, dass auf jeden Fall ein Bruchfaktortest fertig wird. So, dann mache ich sagenhafte 5. 5 plus 5. Okay, cool. Dann schaue ich mal, ob ich parieren kann. Halbe Parade ist nicht genug. Nee, das dann bekommst du 10 Ausdauerschaden. Und du bist dran. Ja, ich greife an und würde auch mal einen Wuchtschlag machen. Ich sag mal einen 6er an. 6er Wuchtschlag. Sie pariert und hat's geschafft. Alles klar, nächste Runde. Nächste Runde, Kiaras gegen die Gräfin. Du musst handeln. Ja, ich laufe zunächst langsam im Kreis um sie rum, versuche sie irgendwie abzuwägen, bis mir auffällt, dass sie genau wie ich nicht angreift. 3, 2, 1. Ich warte. Gut, dann verfällt deine Attacke. Und zwar, ja. Wenn du deine erste ist auf alle Fälle weg. Ja. Gut, dann kommt sie an dich heran. Und wir machen mal zum gemütlichen Einstieg einen Stich mit dem Kriegsfächer. Weil ich weiß, dass es unangenehm wird. Finte 10. Ein Einsteigerwerte. Geschafft. Übrigens kämpft sie auf die 19 mit der Attacke, nur damit du das weißt. Damit das fair bleibt und ich ihm nichts aus den Fingern sauge. Mhm. Und ihre Parade erfährst du, wenn du sie angreifst. Also nie. Nein, das verliere ich nicht. Mhm. Dann bekommst du, ich muss mir gerade mal ansehen, was so ein Kriegsfächer. Ich hatte mir das alles mal ausgeschrieben. Ich glaube 1W6 plus 5. Der ist ziemlich krass. Ein Kriegsfächer macht plus 1. Das ist eine Blinkhand. Du kannst den sowohl rechts als auch links führen. Als nicht Linkhand, sondern als Hiebwaffe. Ich guck gerade nochmal nach. Aber kann man mit Hiebwaffen zusammen Parierwaffen führen? Du kannst beide explizit so führen, ja. Im beidhändigen Kampf sind es auch nochmal gleiche Waffen. Müsste mal wieder einer im Wege des Schwerts gucken. Ich glaube, der gute Verbesserte macht 1W6 plus 5. Moment, Kriegs. Ich weiß gerade nicht, ob ich es mit dem Waffenmesser habe. Hier, Kriegsbrecher, 1W6 plus 2, bla bla bla. Vollmetall-Variante kann als Schild gegen Angriffe mit 1W plus 4 TP oder weniger? Nee, das ist 1 nicht. Plus 4? Nee. Hm. Ich sehe nicht, dass es sich einen Verbesserten gibt. Ja, der Vollmetall. Ja, das ist der Einzige, was der hat, ist das Schild. Der gewicht 60 Hunden kostet mindestens 30 Dukaten. Wie viel macht der Schaden? Das Einzige ist, dass das Schild ist. Hier steht nichts von wegen mehr Schaden. Also hier steht, das macht kein mehr Schaden. Das 4 oder was? Vollmetall bedeutet einfach nur, du darfst damit Wurfwaffen abfangen. Er macht 1W6 plus 2. Plus 2, okay, gut. Dann. Ich dachte, ich hätte mir irgendwas mit F5 rausgesucht. So, warte mal, dann habe ich was gemacht. Ich habe 2 plus 2 sind 4. 4 Ausdauer. Ja. Gut, dann kannst du meinetwegen noch eine umwandeln. Ich hätte noch 2 Paraden offen, die ich auch umwandeln könnte. Ja, ich kann eine tatsächlich umwandeln. Ich habe das Ding nämlich nicht gebunden, weil ich bezweifle, dass ich den Kriegsfächer binden darf. Deswegen habe ich noch eine Attacke. Generell ist das eine Hiebwaffe.
wenn du Hiebwaffen binden darfst. Muss ich nachgucken. Ja, lass mal, mich hat er ja auch gebunden. Ich wollte gerade sagen. Aber ich habe eh keine Bunden. Ich habe kein Binden angesagt, von daher. Ich mache eine normale Attacke. Ja, eine normale Attacke. Dann werde ich das Ganze Meister parieren. Ich habe eine 24. Ich mache eine Meisterparade 10. Das habe ich nicht geschafft. Dann darfst du Schaden mit deinem Rapier machen. Ja. Und dann habe ich noch eine dritte Attacke und die darf ich auch. Wo nimmst du die dritte Attacke her, wenn sie gerade noch zwei Paraden hatte? Du darfst nämlich die Parierwaffenparade nicht umwandeln. Beidhändiger Kampf habe ich drei Aktionen. Aber wir sind also nicht mit Parierwaffe unterwegs. Gut, alles klar. Ich habe im beidhändigen Kampf habe ich drei Aktionen. Ja, ja. Es ist kein Parierwaffen 2. Du darfst aber im beidhändigen Kampf keine Ansage größer 4 machen, sonst verlierst du nämlich deine dritte Aktion. Und du meinst, weil ich jetzt die Meisterparade 10 gemacht habe? Yep. Dann gehen wir wieder rüber auf das andere Feld. Iseron gegen den Weißen Ritter. Weißer Ritter, Wuchtschlag 5. Nicht geschafft. Gut, in dem Fall würde ich jetzt einmal angreifen und dann meine zweite Aktion umwandeln. Ich sage Wuchtschlag 6 wieder an. Mhm. Der würde durchkommen. Parade, Schwert um 5 schaffe ich nicht. Gewürfelt, trotzdem eine 11. Ja. Der erste Hieb setzt gegen die weiße Rüstung, scheppert laut. Trefferzone. Huch, wo kommt denn die her? Achso, von meiner zweiten. Plus 4 bitte ignorieren. Ja. Mach nochmal. Ja, kannst auch gleich gegen den Kopf hauen, kannst gleich die nächste Attacke hinterher setzen. So. Ja, nee, diesmal nicht. Gut, ich habe keine Attacke mehr, ich habe keine Parade mehr, dann gehen wir wieder rüber zu der Gräfin. Und ja, das muss haben. Ja, ich benutze eine zwei freie Aktionen. Ihr habt einen überraschenden Kampfstil. Exotisch. Sie lächelt sie an und dann. Sie lächelt zurück. Ja. Gehe ich in einen Angriff. Mhm, macht auch so ein bisschen nebenbei, wenn ihr so miteinander rumtanzt, so ein bisschen schmetterlingshafte Bewegung. Fächert sich so ein bisschen Luft zu, auch wenn das nicht wirklich sinnvoll ist mit so einem Kriegsfächer, aber sieht sehr elegant aus, wie sie da kämpft. Ich spiele mit. Ach, ein, zwei zu unnötige Schritte ab und zu, aber such nach einer Öffnung. Dann, du hast gesagt, keine Attacke größer 4, aber wenn ich jetzt auf Parierwaffen 2 bin, kann ich auch zweimal. Ich mache erstmal eine Meisterparade. Du musst aber das Verwenden der beiden Parierwaffenparaden am Anfang der Runde ansagen und dann hast du keine zweite Aktion mehr aus bei den Nahkampf 2. Du musst dich also entscheiden. Dann entscheide ich mich jetzt und möchte Meister parieren. Ich kann das ja machen, nachdem Kiaras dann angegriffen hat. Anfang der Kampfrunde. Nicht deine erste Aktion. Anfang meiner Kampfrunde, genau. Na, Anfang der Kampfrunde. Das heißt, sobald die Runde durch ist, musst du sagen. So wie beim Umwandeln, wenn du keine Aufmerksamkeit hast. Ja, stimmt, hast du recht. Ich hätte eine Meisterparade 10 angesagt, ne? Also ich habe es nicht angesagt, aber würde sie nicht schaffen. Ich wollte eine Meisterparade 10 ansagen, weil kann sie halt. Dann darfst du Schaden machen. Gut. 9 Stück. Dann kommt mein Angriff. Sie macht eine. Achso, nee, Moment, ich habe ja noch eine Erschwernis von 10. Dann mache ich einen ganz normalen Angriff. Schaffe ich nicht. Dann wandle ich direkt aggressiv um. Ich weiche unter ihrem Angriff weg und dann sofort greife ich neu an. Aber ich treffe auch nicht. Gut. Eine Parade hätte ich noch. Dann, ich habe nichts zum Abbauen von Erschwernissen, dann verfällt die.
tot von links. Außerdem hast du eine mit beidhändiger, Quatsch, mit Parierwaffen gesagt, eine Ansage und die zweite Parade darf nicht modifiziert werden. Genau. Ja, sowas wie tot von links könnte ich nochmal versuchen, ne? Das ist eine Attacke, weil DKN sind wir gerade, plus 6. Das dürftest du. Plus 6 plus halt Dings. Versuche ich einfach mal. Ne, schafft sie auch nicht. Gut. Dann gehen wir wieder rüber zu Iseron. Ritter macht einen Wuchtschlag 3. Schafft er nicht. Ich bin mit der 10 eingestiegen und jetzt auf die 3 runter. Das ist schon ein Downgrade. Nee, sie hat immer nur, er hat immer nur eine 5 gemacht. Der hat einen Attackewert von 15 und kämpft auf die 10 mit Wuchtschlag 5. Und jetzt ist er von 5 auf 3 gegangen. Iseron. Ja, der Schlag geht daneben. Deswegen greift Iseron jetzt einmal an mit einem Wuchtschlag und wandelt die Reaktion dann um wie letzte Runde. Ich sag mal Wuchtschlag 7 diesmal an. Der würde treffen. Dann habe ich eine Parade plus 3. Ich werfe nur noch 18. Schaden. Autsch. Dann machst du mehr Schaden als die Konstitution vom Weißen Ritter und er fällt um. Beziehungsweise du darfst dir aussuchen, wie du den Kampf gewinnen willst. Kämpft der Weiße Ritter mit dem Schild, ja, ne? Bei den Werten, die er hat, nicht. Ich glaube, es macht aber Sinn. Es hat aber kein Schildkampf. Also, er hat Parade 10 gehabt und ja, vielleicht hat er flufftechnisch ein Schild, aber macht halt nicht wirklich viel. Ja, also Iseron holt einmal so richtig aus und trifft dann den Schildarm so in Richtung Schulter. Und durch den Schlag wird dann der Kopf des Weißen Ritters ein bisschen rumgerissen, auf die andere Seite gedrückt, tockt einmal auf der Schulterplatte auf und der Weiße Ritter sinkt zu Boden. Ja, keucht, schnauft ordentlich, nickt dir dann zu, wenn er wieder ordentlich klarkommt, schüttelt sich so ein bisschen am Helm und hält sich... Ich biete auch meine Hand an. Ja, nimmt er an. Nimmt er an, lässt sich hochhelfen und hält sich dann schmerzhaft den Schildarm, da wo er getroffen wurde, lässt das Schild auch einfach liegen und damit hast du ihn geschlagen. Weißer Ritter ist aus dem Turnier. Steigt dann, du kannst unter dem Helm noch so ein bisschen schnaufen hören. Mit dem Schwert wird es wieder zurück in den Gürtel gesteckt, in die Scheide und steigt dann hier von der Balustrade wieder rüber. Ja, ich würde dann noch den Schild aufheben, damit der Nächste im Ring da nicht drüber stolpert. Den zur Seite bringen, zu den Bediensteten, die den sicher annehmen werden. Gut. Wir meinen Gewinn anstreichen. Der Weiße Ritter trabt von dann. Ziemlich allein und verlassen. Und steigt auf ein schwarzes Schadif, was dort irgendwo angebunden war. Kias gegen die Gräfin. Kias. Ja. Erneut tanzt sie wieder ein wenig um sie herum. Doch schon leicht nervös, was sie mit diesen Fächern machen könnte, weil sie doch leicht unberechenbar ist. Gegen so etwas habe ich noch nicht gekämpft, aber ich versuche es wieder mit einer Attacke. Ja, wieder die Meisterparade. 10. Gerade geschafft. Mit der 24 schaffe ich die 14. Dann kommt jetzt eine Attacke. Ich kann Wind, Finte und Wuchtschlag kann ich kombinieren, ne? Ja. Wenn deine Waffe eine Bauen-Wuchtschlag zulässt, aber mit Hiebwaffen geht das. Genau, ist eine Hiebwaffe. Ich bin aktuell bei einer 19 plus 10, das ist eine 29. Dann mache ich einen Finte 10. Dann bin ich bei der 19 wieder. Und einen Wuchtschlag 4. Oh yeah. Ein Wuchtschlag 4, wenn das macht. Dann habe ich 5 plus 2 sind 7 plus 4 sind
Nur 11. Nur 11. Mhm. Schau dich also nicht um, wenn sie nicht trifft.